Hallo meine Lieben, heute will ich mal machen kalte Suppe. Draußen ist ganz warm, heiß und jetzt ist es zu heiß, will man keine heiße Suppe essen. Und wir machen immer solche kalte Suppe. Dafür brauche ich, das habe ich hier Buttermilch und Schmand, 200 Gramm, ich habe nicht rausgelitten. 4 Eier brauche ich, 250 Gramm Wurst. Ich habe Fleischwurst, so 6-7 Radieschen, 4 Kartoffeln, 4 Eier, Frühlingszwiebel, eine Gurke, Salz, dann brauche ich noch Essig und Mineralwasser nehme ich noch. Dann zeige ich Ihnen, was kommt noch dabei. Zuerst mal schneide ich das alles gleich. So, ich schneide mit solcher eine Gemüseschneidmaschine. Dann haben Sie sowas nicht. Können Sie auch einfach mit dem Messer schneiden. Ich schneide zuerst mal so verringen. Mit dem Messer kann man auch klein schneiden. Das geht ein bisschen länger. Brauchen Sie mehr Zeit, aber kann man alles machen. So. Und jetzt lege ich hier so rein. Immer so zwei Stück und drücke das alles so durch. Jetzt schneide ich alles zuerst mal und dann machen wir weiter. Ich zeige Ihnen gleich, welche Stücke kommen raus. So, solche kleinen Stücke. Ich habe hier eine Schüssel, das kommt in die Schüssel zuerst mal rein. So. Und jetzt schneide ich das alles. Die Gurke schneide ich auch so in Scheiben. Die Wurst habe ich schon geschnitten. Gleich schneide ich noch die Gurken durch. Gleich. Es geht schnell. So. Auch hier rein. Jetzt schneide ich die Gurke, dann schneide ich die Radieschen. Sehen Sie, so schnell geht das mit dieser Maschine. Aber mit der Hand kann man auch, wie gesagt. Jetzt schneide ich die Radieschen. Auch so wie die Gurke. So, die Radieschen habe ich auch geschnitten. Kommt auch hier rein. So, und die Eier schneide ich mit dem Eierschneider. Einfach so. Einmal durch, dann noch. So, schneide ich noch einmal durch. Mit dieser Schneiden, Gemüseschneider, mit dieser Maschine, die Eier werden so fein. Deswegen schneide ich immer so. Und die Kartoffel auch schneide ich. Ein bisschen grober wie die Gemüse. So, jetzt schneide ich die Zwiebel. Und hier rein kommt noch Dill, aber Dill habe ich eingefroren. Ich habe kein frischer Dill heute, aber das ist auch nicht schlimm. Eingefrorene Dill kann man auch benutzen. Ohne Dill schmeckt das überhaupt nicht, deswegen ich nehme immer. Was habe ich? Wenn habe ich frische, dann nehme ich frische. Heute habe ich keine, nehme ich eingefrorene. So. Zwiebel kommen auch hier rein. Und
jetzt schneide ich noch die Kartoffel einmal so durch. Und schneide ich auch die Eier in solche Stücken. So. Sehen Sie, dann ist das nicht so fein. So, das habe ich alles jetzt geschnitten. Jetzt salze ich das alles nach Geschmack. Das kommt hier rein, Buttermilch und der Schmand. So, dann stelle ich das alles in den Kühlschrank, das wird kalt, dann schmeckt das sehr, sehr lecker. So, jetzt nehme ich noch Mineralwasser. So, auch ein Glas so. Das muss wie Suppe sein. Deswegen muss man schon vermische das alles. Ich nehme noch Wasser, das ist zu wenig. Nehme ich doch Wasser gleich. Nehme noch ein bisschen Wasser. Das ist noch alles zu dick. So. Jetzt salze ich noch ein bisschen, aber sie muss ja immer probieren. Ich habe viel Wasser reingetan, deswegen. Und jetzt kommt noch Essig dran. Essig nehme ich zuerst mal ein Esslöffel. Mein Essig ist 25%. So, ein Esslöffel nehme ich zuerst mal. Dann probiere ich. Das muss man immer probieren. Und hier habe ich eingefrorene Dinge, habe ich schon gesagt. Ich nehme auch gleich dabei. So. So. Auf Russisch heißt das Akroschka. Das ist so eine Frühlingssuppe. Jetzt probiere ich nach Salz und nach Essig. So. So sieht das aus. Das schmeckt sehr, sehr lecker. Jetzt stelle ich das in den Kühlschrank. Es soll ganz, ganz, ganz schön abkühlen. Und draußen ist so heiß. Heute essen wir nur diese Suppe. Keine warme Suppe wollen wir heute nicht. Sommerzeit, wir essen gerne diese Suppe. Ich habe probiert, ich nehme noch ein bisschen Essig. Das muss ein bisschen so sauer sein. Vielleicht probiere ich noch einmal. Ja, jetzt reicht das. So, meine Liebe, solche Suppe habe ich heute gemacht. Das geht sehr schnell. Nur Kartoffel kochen und die Eier. Anders brauchen wir nicht kochen. Aber das ist noch ein bisschen zu warm. Jetzt stelle ich in den Kühlschrank. Und wie gesagt, das ist unsere Okroschka kalte Suppe. Ihnen hat das Ihnen gefallen oder wollen Sie das ausprobieren? Probieren Sie das aus, das schmeckt sehr, sehr lecker. Und ich wünsche Ihnen guten Appetit, bleiben Sie gesund, bleiben Sie mit mir auf meinem Kanal. Abonnieren Sie meinen Kanal, wie hat es Ihnen gefallen. Stellen Sie mir Daumen nach oben und bis nächstes Mal auf meine Küche. Ich wünsche alles Gute, tschüss.